paradeta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, ja, dieses Tor hat Messi auf der ganzen Welt berühmt gemacht. Genau wie die Nummer 19 für Beckham. Kein Wunder, dass dieses Tor im Fernsehen rauf und runter gespielt wurde. Aber Becks brach nicht die Gesetze der Physik. So wie unsere Nummer 18. Denn dieser Freistoß ist wohl der bekannteste Knuckleball in der Geschichte des Fußballs. Ich meine, wenn ihr an Roberto Carlos denkt, dann denkt ihr an das, oder? Wie ist das überhaupt möglich? Jetzt wissen wir zumindest, warum er bei FIFA 97 Punkte bei EFE hat. Aber unser Kollege Cissé hat sich ein bisschen was von Roberto abgeschaut. Huh, das ist mal eine Art und Weise, die Chelsea-Fans in ihrem eigenen Stadion ruhig zu stellen. Kein Wunder, dass er 2012 in der Kategorie Beste Premier League Tor gewonnen hat. Jedoch war es knapp, denn es gab sehenswerte Konkurrenz. Aber nicht nur eins. Nicht nur zwei, ganze drei Hammer-Tore von Suarez. Bei ihm schaut es einfach so einfach aus, das Ding aus 40 Metern ins Tor zu nageln. Was für ein Hattrick von unserem Beißer. Er enttäuscht so gut wie nie, so wie unser Lieblingsschwede. Ja, kleiner Scherz hier, nicht der, denn es kann nur einen geben, Zlatan. Und dieser Fallrückzieher beim Freundschaftsspiel gegen England ist unglaublich. Ach, ich kann nicht genug davon bekommen. So wie von unserer Nummer 14. Und meine BFB-Fans, ihr müsst jetzt stark sein, denn als Haaland im Sommer 2002 zu Man City wechselte, spielte er nach nicht mal 3 Monaten gegen sein altes Team. Und nach einem Tor von Bellingham sah es zunächst so aus, als würde Dortmund mit einem Sieg nach Hause fliegen. Ja, dann kam der große Auftritt von Haaland. So richtig feiern wollte er aber nicht. Ganz anders als bei diesem Tor von Michael Owen im Jahr 1998, als er gerade erst mal 18 Jahre alt war. Er war der jüngste Spieler Englands bei einer Weltmeisterschaft, der ein Tor erzielte. Was für eine klasse erste Ballberührung. Aber hey, das ist alles, was ein richtig guter Stürmer braucht. Nur eine Ballberührung. Wow, was war das denn? Super schade, dass er seine Karriere frühzeitig beenden musste, mit 30 Jahren. Nichtsdestotrotz ist Van Basten immer noch einer der beliebtesten AC Milan-Spieler. Genau wie Pirlo. Was zum... Dieser Schuss haute selbst Ronaldinho von den Socken. Und zu der Zeit spielten einige erfahrene Spieler bei Milan. Unter anderem unser schwedischer Freund von vorhin, der sich ein bisschen was von Pirlo abgeschaut hatte. Und das war nicht sein einziges Tor in dem Spiel. Hier ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Nummer 3. Und guter Letzt Nummer 4. Nummer 3 ist mein absoluter Favorite, einfach aufgrund der schieren Gewalt. Aber dieses Tor ist nicht mal ansatzweise so gewaltig wie die Tore von Hulk. Ich meine, jetzt versteht wahrscheinlich jeder, warum sein Spitzname Hulk ist. Das ist doch nicht menschlich. Ich meine, seine Schüsse erreichen oft Geschwindigkeiten von 108 km pro Stunde. Da will ich nicht der Torwart sein. Und wir sind gerade erst bei den Top-Toren angekommen. Macht euch auf was gefasst. So wie bei unserer Nummer 8 von Mandzukic. Ja, da hat der Real Madrid und vor allem Ronaldo mal gezeigt, wie ein Fallrückzieher aussehen muss. Jedoch hat sich Ronaldo das Ganze gemerkt und im nächsten Jahr dann dieses Ding gegen Juventus rausgehauen. Buffon hatte nur Zeit, dem Ball zuzuschauen, wie er ins Tor fliegt. Fast so wie bei unserer Nummer 6. Mario Balotelli fing gerade erst an, sich einen Namen in der Fußballwelt zu machen und 2012 schoss er ein paar wirklich schöne Tore. Jedoch fiel er nicht nur auf dem Platz auf, sondern auch neben dem Platz. Und bei der Euro 2012 machte er ein Tor, an das sich viele von uns leider noch zu gut erinnern. Ja, meine deutschen Freunde, wir müssen jetzt stark sein.
Ich meine, zugegeben, es gab und gibt nicht wirklich viele Spiele mit so einer geilen Schusstechnik. Aber einer von ihnen ist definitiv Cristiano Ronaldo. Kein Wunder, dass er nach der damaligen Saison von Real Madrid gekauft wurde. Für gute 100 Millionen Euro. In diesem Jahr bastelte sich Real ein Top-Team zusammen mit Spielern wie Xavi Alonso, Kaká und Karim Benzema. Was für krasse Transfers in nur einer Saison. Und ich meine, Benzema weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Puh, ich meine, schaut euch mal diesen Seitfallzieher an. Aber nicht so gut wie der legendäre Fallrückzieher von Rivaldo. Und was für ein Künstler war der denn? Und der spielte Profifußball, bis er 43 Jahre alt wurde. Jetzt zu einem Ajax-Spiel, das ich in Amsterdam verfolgen durfte und das Ajax-Fans wahrscheinlich immer noch Albträume bringt. Es war die 55. Minute und Amsterdam führte gegen Tottenham mit 2:0. Es waren nur noch 35 Minuten zu spielen und dann würde Ajax im Champions-League-Finale 2019 stehen. Nichts konnte eigentlich mehr schiefgehen. Die werden doch jetzt nicht. Okay, 5 Minuten Nachspielzeit. Und Lucas Moura zerstörte damit mit einem Schlag alle Träume von Amsterdam. Genau das gleiche taten dann Trent und Origi im gleichen Jahr gegen Barcelona. Barcelona schlug Liverpool im Hinspiel mit 3:0 und Barca war sich so gut wie sicher, dass sie in das Finale einziehen würden. Aber sie vergaßen eine wichtige Sache, die legendäre Atmosphäre an der Anfield Road. Und auf einmal brauchte Liverpool nur noch ein Tor, um auszugleichen. 3 Minuten später. Und jetzt Bühne frei für die wohl beste Ecke in der Geschichte des Fußballs. Was für ein Spiel. Aber wusstet ihr, dass Kamerun 2004 eine heftige Strafe zahlen musste, weil sie anstatt Trikot und Hose ein Onesie bei der Afrikameisterschaft trugen?